Wir hören das Evangelium für den Sonntag Jubilate. Es steht beim Evangelisten Johannes im 15. Kapitel und ist zugleich der Predigttext. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Liebe Gemeinde, wir feiern den Sonntag Jubilate, jubelt. Einen musikalischen Jubel haben wir gerade gehört mit dem Wochenlied für diesen Sonntag. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, heißt es dort. Urständ bedeutet Auferstehung. Die ganze Welt freut sich über die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, liebe Gemeinde, wir befinden uns mittendrin in der österlichen Freudenzeit. Christus ist gestorben und auferstanden. Und auch die Natur blüht auf und jubiliert. Normalerweise ist es leicht, sich vom Frühling und von der erwachenden Natur anstecken zu lassen. Schließlich gehören die Wochen nach Ostern oft zu den schönsten im ganzen Jahr. In der aktuellen Situation ist vielen Menschen aber eher nicht zum Jubeln zumute. Allmählich gewöhnen sich viele von uns zwar an die Ausnahmesituation und sind wieder etwas zuversichtlicher. Doch trotzdem fällt es weiter schwer, mit so vielen Einschränkungen zu leben. Wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird, weiß niemand. Und mitten hinein in diese Zeit zwischen Zweifel und Zuversicht fällt nun also der Sonntag Jubilate mit dem Bild Jesu vom Weinstock und seinen Reben. Jesus hat diese Worte gesprochen, kurz bevor er gefangen genommen wurde und gekreuzigt wurde. Mit dem Bild vom Weinstock
will er seinen Jüngerinnen und Jüngern auf die Zeit vorbereiten, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Er weiß, welches Schicksal ihm bevorsteht und möchte ihnen deshalb Mut und Zuversicht schenken für die Zeit, die vor ihnen liegt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So spricht Jesus es seinen Jüngerinnen und Jüngern zu. So eng und untrennbar, wie der Weinstock und seine Reben zusammengehören, so eng und untrennbar bleibe auch ich mit euch verbunden. Das ist die Botschaft Jesu an seine Jünger, die vor einer unsicheren Zukunft stehen und noch nicht wissen, was alles auf sie zukommen wird. Liebe Gemeinde, auch wir wissen momentan nicht, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen werden, wie lange die Pandemie unser Leben noch einschränken wird. Das macht vielen von uns Angst. In dieser Situation bin ich dankbar für das Bild Jesu vom Weinstock und seinen Reben. Es schenkt mir in diesen Tagen viel Mut und Zuversicht. So wie der Weinstock seine Reben mit allem versorgt, was sie zum Wachsen und Gedeihen brauchen, so sorgt Gott auch für uns und gibt uns auch in dieser schwierigen Situation Kraft und Mut. Alles, was mich derzeit bedrückt und was mir Kummer macht, kann ich ihm anvertrauen. Denn sein Sohn Jesus hat am Kreuz selbst Leid und Todesängste ausgestanden. Angst und Kummer sind ihm nicht fremd. Im Bild vom Weinstock und seinen Reben sagt Gott auch mir zu: Ich bleibe mit dir verbunden. Ich bin bei dir und gebe dir Halt, auch in Krisenzeiten. Das macht mich fröhlich und lässt mich voller Hoffnung und Zuversicht in den Jubel des Wochenliedes einstimmen. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Beten wir gemeinsam mit den Worten, die Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in die Zeit, die vor euch liegt, unter dem Schutz und Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.